Freund dem Greiber in der ersten Runde schon unterwegs gewesen. Ja. Und es ist aber jetzt schon ganz, ganz fürchterlich heiß. Guck mal auf die Temperatur. Mann, das sind schon 34,9 Grad. Ja, und ich darf nicht übertreiben, hat mein Fräulinchen gesagt. Nee, es sind echte 34,9 Grad. Und in die Swimmingspool haben wir auch schon fast 28 Grad. Da kannst du gar nicht nennen gehen, da verputzelst du hier drin. Ne? Also deshalb gehen wir auch gar nicht in die Pühlerin. Nee, das machen wir nicht. Wir holen uns lieber vor die Ventilatoren. Ja, ja. Guck mal, wir haben heute Morgen noch das Klicker, hat mir Ware auf der Wies gewählt, da war das Gras sogar noch grün. Bei uns daheim ist das Gras nicht mehr grün, das ist schon braun, das ist alles schon verbraut und verputzelt. Die Sonne hat das fix und fertig gemacht, ja. Aber nee, jo, da draußen bleiben wir halt nicht mehr, gehen rein ins Kühle, machen den Ventilator an, machen die Rolllade zu, gucken uns irgendwo auf die kühle Boden oder lege die Kühlmatte unten drunter. Und dann machen wir Groß-Siesta. Ja, jetzt waren wir halt morgen raus. Jetzt machen wir Siesta bis heute Abend. Und dann gehen wir noch mal raus, gucken, ob eventuell die Hitze nachgelassen hat. Wenn nicht, machen wir nur ganz schnell unser Sach, gehen wieder rein und machen die Naht auch noch Siesta. Ja, das, so machen wir das. Und ihr macht das am besten auch. Ne? Nicht draußen rumlaufen, das bringt überhaupt nichts, kriegen sowieso keine Luft. Ja. Aber ich muss euch sagen, es wird besser. Es wird besser zum Wochenende, haben sie gesagt, an die Fernsehen. Ja, also ich wünsche euch heute den Tag gut zu überstehen. Bleibt mal bitte gesund. Und ich grüße euch und der Geiber grüßt euch auch. Und bis dann. Tschüss, euer Merlin.